Natürlich, als Junge hast du keine Ahnung, wie so ein professionelles Basketballleben aussieht. Aber du wolltest auf jeden Fall immer vor vielen Leuten spielen, auf großer Bühne. Und ja, einfach gegen die Besten spielen, gegen die du spielen kannst. Und deswegen war es für mich immer ein Traum. Sehr viele Michael Jordan-Videos früher gesehen, auch durch Einfluss von meinem Vater eben. Und genau, da war mir das eigentlich immer schon relativ klar, in welche Richtung es gehen soll. Ich war immer ein eher bescheidener Typ und ja, da ist einfach dein Umfeld sehr wichtig. Bin aber auch ein sehr familienbezogener Mensch. Ich mag es zu Hause und deswegen hat's mich nie so ins Ausland gezogen. Jetzt mit der Erfahrung, die man hat, wäre es natürlich mal ganz interessant, einfach nur auch andere Kulturen zu sehen, andere Spielkulturen auch. Jetzt habe ich aber schon im Basketball ein fortgeschrittenes Alter. Von daher, wird das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, aber das ist auch okay. Das hat mich damals auch früh begleitet, bloß damals als junger Spieler ist man dann immer sehr ehrgeizig natürlich, was auch dem Sport betrifft und da würde man am liebsten auch gar nichts anderes machen. Und natürlich auch jetzt, wo ich jetzt natürlich älter bin, ich bin jetzt 33, habe natürlich auch zwei kleine Kinder, da merkt man auch, gut, es gibt auch was anderes, man sieht die Sachen auch noch ein bisschen entspannter. Ich sage jetzt auch, mit 25 ist man ja noch im Basketball eigentlich recht jung. Das ist ja, es gibt ja so viele Jungs, die nebenbei noch was machen, sich natürlich dann zweites Standbein noch schaffen, was enorm wichtig ist. Und das ist jetzt hauptsächlich, in so einem Lockerroom wird viel Blödsinn auch geredet, aber auch so Auswärtsfahrt, man hat ja so viel Zeit, sich zu unterhalten. Und ich glaube, dass da jeder so den Eindruck, was ich jetzt hatte, aus meinen letztjährigen Teamkollegen auch und von diesen, dass da jeder sehr vernünftig ist.